Und herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung des, des Talks Transportoptimierung, datengetriebene Bike-Sharing-Studie in Marburg von Martin Lellen. Unsere Übersetzer heute sind Carlo Ehrer und Isegrim. Feedback für euch bitte auf Twitter und auf Mastodon unter dem Hashtag C3Lingo. Und wir wünschen viel Spaß bei dem Talk. Übersetzungscrew auf Deutsch übersetzt. Ihr solltet in der Lage sein, das im Stream einfach auszuwählen, ohne größere Probleme. Und dann könnt ihr den Vortrag auch direkt simultan übersetzt auf Deutsch hören. Und ich rede jetzt auf Englisch weiter. Alright, back to English. Okay. Now in the so, or wherever you so, wo auch immer ihr seid, bitte gebt eine Runde Applaus an unseren nächsten Sprecher her. Das wäre Martin Lelle, über in seinem Talk die Optimierung des öffentlichen des öffentlichen Verkehrs. Und also willkommen zu der Optimierung des meines Talks. Transportoptimierung, datengetriebene Bike-Sharing-Studie in Marburg. Also ich vielen Dank an die Organisatoren des RC3, dass sie das gemacht haben und speziell auch an Chaos West TV, dass sie mir erlaubt haben, das vorzustellen. Ich möchte also euch als erstes einen Überblick geben über eins meiner Hobbyprojekte, für die ich etwa über 1 Million Datenpunkte aus dem Bike-Sharing-System in der Stadt Marburg runtergeladen habe. Die Stade ist also hat angefangen, als ich von Stuttgart nach Frankfurt gezogen bin. Ich habe den großartigen Data Mining Talk über Spiegel Online gesehen. Und also zunächst mal, wer bin ich? Ich bin mein Name ist Martin Lenne. Ich habe Physik studiert und mache im Augenblick meinen PhD in University of Edinburgh in Schottland. Und in meiner Freizeit mache ich Datenanalyse auf alle Sorten, alle Art von Daten. Es gibt zwei wichtige Dinge noch hier. Erstens, ich habe an der Uni Marburg studiert und in Marburg natürlich und ich fahre gerne Fahrrad. Marburg, für alle, die nicht wissen, wo es ist, ist eine kleine Unistadt nördlich von Frankfurt am Main, etwa 80 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Und ja, es ist eine Universitätsstadt. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es etwa 25.000 Studierende gibt bei 77.000 EinwohnerInnen in Summe. Also ihr seht, dass hier ein sehr populäres Bild hier, ein sehr bekanntes Bild hier. Ihr seht das Schloss Marburg. Den Fluss, also die Lahn und ein bisschen Grün hier und als ich diesen Talk vorbereitet habe, wurden die Bike Rental durch die Firma Nextbike gemacht. Also vor den ganzen technischen Sachen eine kleine Geschichte hier. Also nehmen wir mal an, Anna ist eine Studentin, die ein bisschen außerhalb der Innenstadt von Marburg lebt. Und typischerweise geht sie nicht zu Fuß, wo auch immer sie hin möchte, sondern sie nimmt den Bus von der Wohnung, wo sie lebt, in die Innenstadt. Und die letzten 2 Kilometer macht sie dann zu Fuß. Außerdem ist sie eine sehr fleißige Studentin. Das heißt, sie sitzt normalerweise bis sehr spät in der Uni-Bibliothek. Und was jetzt passiert, ist, dass sie jetzt ganz dringend einen Bus nehmen muss. Also sie muss sich also ziemlich beeilen, weil sie ein bisschen spät dran ist. Und hat es nicht wirklich geschafft, also überlegt sie, vielleicht nehme ich mir stattdessen einfach ein Nextbike nächstes Mal, wenn ich zum Bus muss. Und dann kann ich ganz einfach den Bus nehmen. Und normalerweise sehen Nextbike-Stationen etwa so aus. Es gibt also jede Menge Fahrräder hier, es ist sehr leicht dahin zu gehen, sich ein Fahrrad zu schnappen und ihrem Ziel zu fahren. Aber heute hat sie etwas Pech, denn sie kommt da an der Station und es stellt sich heraus, dass die Station leer ist. Heißt also, sie verpasst den Bus.
und kommt daher deutlich später zu Hause an. Die Kochpläne, die Netflix-Pläne sind jetzt erstmal versaut oder zumindest verschoben fürs Erste. Und es ist eine sehr traurige Geschichte. Es passiert nicht nur Anna, sondern vielen anderen Studierenden. Und es ist auch mir ist das ein paar Mal passiert. Und jedes Mal, wo das passiert ist, habe ich mir gedacht, ich bin doch sicherlich die unglücklichste Person in ganz Marburg, dass ich zu einer Fahrradstation gehe, die normalerweise randvoll ist. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, ist sie leer. Nachdem es also ein paar Mal passiert habe, habe ich überlegt, vielleicht bin ich einfach nur habe ich vielleicht einfach nicht nur sehr, sehr Pech, sondern vielleicht gibt es ein System dahinter, hinter den leeren Weichstationen. Und da ich ja ein gewisses Fable dafür habe, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, also hatte ich die Idee, hinter diesem Talk hier, ein Web-Scraper, ein Sammelskript zu bauen, die Daten zu sammeln, zu analysieren und dann hoffentlich in der Lage zu sein, Anna oder mir und anderen Studierenden zu helfen, herauszufinden, welche Station man besser nicht hingeht und welche man hingehen kann, weil da immer sicher Fahrer da sind. Also der Tech-Stack hier ist, ich habe also einen Docker-Container mit dem Scraper, in dem Python geschrieben wurde, alle 30 Sekunden die Daten runterlädt und parst und dann speichert. Und es stellt sich raus, dass das komplette Konzept hier auch einen Namen hat. So, ich habe es genannt, die Extract, Transload, Load Pipeline, also extrahieren, transportieren und laden. Ich habe das also in Python geschrieben. Ich habe den Analyse-Skript dafür auch in Python geschrieben und das Ganze läuft bei mir lokal auf meinem Server bei mir in meiner Wohnung. Und die Daten, die ich sammle, sind die Fahrräder, die durch ihre ID-Nummern identifiziert sind, die Orte, wo die Biken stehen, entweder an Stationen oder welche, die frei herumstehen und natürlich die Liste der Stationen und also die Stationen und wo sie liegen. Und das heißt, ich habe angefangen, habe ein paar Bilder gemacht, die ich jetzt auch gleich zeigen werde und Analysen. Und wenn ihr euch dafür mehr interessiert, habe ich die Slides, die Folien verfügbar gemacht, den ihr hier über diesen QR-Code oder den Link da unten seht. Und diese Webseite hat diese Folien hier. Ein paar hochauflösende Bilder, interaktive Grafiken und das alles von dem entsprechenden, was ich da habe. Also zunächst mal die Ergebnisse für Anna. Also zunächst mal gibt es 37 Fahrradstationen in Marburg mit grob gesagt etwa 230 Fahrrädern im Next Bike Ökosystem hier. Und wo wir jetzt etwa wissen, dass es etwa 40 Stationen gibt, wissen wir, es ist interessant, sich mal anzugucken, wo diese Stationen sind, denn dann wissen wir, wo Anna hingehen kann, wenn eine Station leer ist. Und hier seht ihr eine Karte von Marburg, wo die Stationen mit den Punkten gezeichnet sind. Und die Größe und die Farbe zeigt die gemittelte Anzahl der dort geparkten Fahrräder an. Und jetzt lass uns das mal interaktiv ansehen. Das ist ein bisschen netter. So, jetzt können wir da reinzoomen. Wie ihr das oft damit machen könnt. Und wenn ihr jetzt auf so einen Punkt klickt, dann könnt ihr den Namen der Fahrradstation sehen und die mittlere dort geparkte Anzahl an Fahrrädern. Und offensichtlicherweise könnt ihr sehen, dass sind die meisten Stationen in Zentral-Marburg und ein paar außenrum. Und die Station, wo die meisten Fahrräder geparkt werden, ist der Hauptbahnhof. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Elisabeth-Blochmann-Platz ist die zweitgrößte Station. Und wenn ihr dann weiter der Zuglinie folgt, dann seht ihr, dass da ist noch gibt's noch zwei Stationen, wo noch ein kleinerer Bahnhof ist. Okay. So, the first result for Anna would then das erste Resultat ist dann ein Histogramm über die Zeiten, wo es genutzt werden. Das ist so, finde ich, der erste Ansatz, damit man
so sich das Ökosystem von Nextpack angucken kann, weil das sich sowohl von dem Wochentag als auch von der Tageszeit abhängt. Daher kann Anna dann ein bisschen besser verstehen, wann sie Zeit genug hat, wann sie verzweifelt nach einem Fahrrad suchen kann. Und jetzt versuche ich das zu erklären. Wir fangen oben an. Und auf der X-Achse ist die Tageszeit und auf der Y-Achse ist die ganze Anzahl der dort geparkten Fahrräder minus das Mittel, sodass hier, wo die 0 ist, dann auch die mittlere Anzahl an Fahrrädern dort geparkt ist. Und also wenn es drüber ist, ist es mehr als dieses Mittel und wenn es kleiner ist, ist es weniger als das Mittel. Und dann könnt ihr sehen, dass morgens parken da viele Fahrräder und dann gibt es hier zwei so Dips, wo Leute offensichtlicherweise die Fahrräder nutzen, mittags und gegen 6 abends. Also die Zahlen werden kleiner, weil die Fahrräder dann nicht dort geparkt sind. Und dann noch über die jeden Tag, am Montag bis Montag, Dienstag und Samstag, Sonntags sind weniger Fahrräder geparkt, deshalb sind die Zahlen negativ. Und in der Mitte der Woche scheinen weniger Leute Rad zu fahren und deshalb sind die dort höher. Und wenn ihr die jetzt vergleicht, wo in der Mitte ist das miteinander verbunden, sodass ihr bestimmte Tageszeiten und Stunden euch angucken könnt. Zum Beispiel hier Montagmorgen gibt es wenige Fahrräder, die geparkt sind, genauso wie Samstagnachmittags, da scheinen viele Leute die Fahrräder zu nutzen. Und Freitagmorgens, es scheint sehr einfach zu sein, ein Fahrrad zu bekommen, weil viele Leute vielleicht schon ans Wochenende denken. Daher sollte Anna vielleicht versuchen, nicht gegen 6 oder gegen Mittag ein Fahrrad zu finden. Und jetzt interessant ist auch die Wahrscheinlichkeit, eine leere Station zu finden. Und deshalb habe ich durchgezählt, wie oft da kein Fahrrad an einer Station stand, für jede Station einzeln. Und dann daraus kann man dann die Wahrscheinlichkeit errechnen, wie wahrscheinlich es ist, die Station leer vorzufinden. Und hier im Hauptbahnhof, da ist es die größte Station war, da ist es sehr wahrscheinlich, dass Paradies und bei den Stationen da unten, zum Beispiel bei Amplan Wirtschaftswissenschaften, da sind die Stationen leer ungefähr 70% der Zeit, was richtig viel ist, würde ich sagen. Und wenn ihr jetzt an den zweiten Bahnhof guckt, den Südbahnhof, und da gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, zwischen so 30-40%, dass die Station leer sein kann, während am Hauptbahnhof es quasi nie leer ist. Was auch interessant ist, dann könnt ihr diese Wahrscheinlichkeit im Vergleich mit der Stationsgröße plotten. Und daran kann man sehen, dass es antiproportional ist. Also je größer die Station ist, desto weniger Wahrscheinlichkeit ist es, dass es leer ist. Und deshalb sollte Anna kleine Stationen vermeiden. Und insbesondere diese Station dort unten mit dem unglücklichen Smiley sollte sie vermeiden, weil die sehr oft leer sind. Okay, so I have all this ETL-Pipeline stuff. So, jetzt habe ich all diese ETL-Pipeline aufgesetzt, habe über 1 Million Datenpunkte gesammelt und vielleicht ist da noch mehr in den Daten als nur die Möglichkeit, anderen zu helfen. Alles, was ich euch bisher gezeigt habe, ist von der Perspektive eines Nutzers. Und jetzt gehen wir zur Perspektive einer Stadt. Sowas wie ist Netzbiking in Marburg genutzt ist. Radfahren eine gute Sache für eine Stadt. Wie kann Fahrradfahren
eine Stadt besser machen und ist es wert, die Infrastruktur für Fahrräder in einer Stadt besser zu machen. Und das alles evaluiert von einer Stadtperspektive statt von einer Nutzerperspektive. Das erste ist eine Distanzmatrix. Dort habe ich mir die Position der Fahrradstationen angesehen und habe deren paarweisen Abstände ausgerechnet. Also das ist natürlich symmetrisch. Daher ist die Matrix auch symmetrisch. Und da gibt es ungefähr 600 Kombinationen zwischen denen. Und da seht ihr die symmetrische Matrix hier. Und auf den X- und der Y-Achse ist jeweils die Station angezeigt und dann ist die Distanz dazwischen angezeigt. Und die sind alle zwischen ungefähr 0 und 9 Kilometer voneinander entfernt. Und mit 0 Kilometern ist die Distanz von einer Station bis zu sich selbst. Deshalb ist die Diagonale hier 0 und die Diagonalen sind und das andere, was ein wirklicher Schatz dieser Studie ist und das die Basis ist für alles, was folgt, ist die ist die Übergangsmatrix, die wie sich die Fahrräder, der Übergang von einem Fahrrädern zu einem anderen Station, und das ist jetzt natürlich nicht mehr symmetrisch, nur weil 5 Räder von einer Station zur anderen fahren, heißt das nicht, dass 5 Räder auch zurückfahren. Und da haben wir ungefähr 1400 Einträge, und das können wir jetzt wieder zeigen hier. Und hier habt ihr die Stationen wieder auf beiden Achsen. Und jeder Eintrag gehört nun zu einem Übergang von einer Fahrt zu der anderen. Und dann haben wir zwischen 0 und über 3000. Die Übergänge von einer Station, dass die eine Person ein Rad da nimmt, dann vielleicht einkaufen geht oder so und dann wieder das zur selben Station zurückbringt, ist tatsächlich das häufigste. Und das sehen wir hier auf der Diagonalen. Und manchmal ist es auch nicht so interessant, das sich anzugucken. Und deshalb haben wir jetzt eine Übergangsmatrix ohne diagonale Elemente. Und deshalb haben wir das es ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr seht, wenn man das nicht nur einfach anguckt, sondern tatsächlich auch interaktiv damit rumspielt. Und also das ist jetzt, hier ist die Matrix ohne die Diagonale und dieses die Mitspirale. Und wenn ihr jetzt mit der Maus über diese Matrix streift, dann seht ihr tatsächlich dann die Zahlen hier. Zum Beispiel hier zum Beispiel von Biegenstraße zu nach Hauptbahnhof sehen wir, dass es über 845 Fahrten, Transitionen da gab in dem Zeitraum, in dem ich die Daten gesammelt habe. Also schaut einmal rum, spielt mit den Daten und schaut, was ihr da Interessantes drin seht. Okay. Also so eine Transitionsmatrix kann also auch als Netzwerkgraph gezeigt werden, wobei ich mich hier nur auf die größten Zahlen konzentriert habe, weil die vollständige Matrix ein bisschen zu dicht besetzt ist. Und was wir sehen hier, wir sehen als blauen Kreis eine Station und diese Kanten hier wurden gezeichnet, wenn immer da eine Transition ist. Und wir sehen hier, dass es ein paar Stationen gibt, die ziemlich isoliert sind. Und viele andere Stationen, die eine Selbsttransition haben und meistens zu einer zentraleren Station gehen. Und weil das Ganze auch interaktiv einfach interessanter, lehrreicher ist, habe ich auch eine interaktive Version davon gemacht. Und ihr könnt hier könnt also rumklicken und dran ziehen. Und wenn ihr auf eine Station klickt, seht ihr von wo die Transitionen zu dieser Station hin vorgekommen sind. Also hier zum Beispiel mit dem Hauptbahnhof hier. Und von Hauptbahnhof ist das Ganze also sehr durchverbunden. Und dann gibt es den Friedrichplatz,
wo der praktisch nämlich nichts anderem aus dem Hauptfonds sind. Und was ich zum Beispiel, was mal auch interessant ist, dass das KP Trauma, die Station, noch nicht mal eine Selbstverbindung hat. Das heißt, die Leute nehmen das hauptsächlich, um von da zur Stadt hinzugehen. In den meisten Fällen zum Elisabeth-Bochmann-Platz. Okay, so if you now also, die Ergebnisse für die Stadt. Wenn ihr jetzt also diese Transition-Matrix nimmt und die Distanzmatrix und das nimmt, dann gibt es ein paar interessante Zahlen. Und zwar habe ich hier erzählt, wie viel Trips insgesamt gibt, wie viele Touren es insgesamt gibt. Und es gibt über 10.000 in der Zeit, wo ich die Daten gesammelt habe, was ziemlich viel ist für so eine kleine Stadt wie Marburg. Und das habe ich dann genommen als die Summe der Transitionsmatrix-Elemente. Und wenn ihr das jetzt noch mit den Distanzen multipliziert, erhaltet ihr, dass diese Transitionen, diese Trips einer Distanz von 320.000 Kilometer entspricht. Das ist ein paar Mal um die Erde rum. Und wenn ihr jetzt diese Zahlen soweit nimmt und mit anderen Statistiken kombiniert, zum Beispiel wie viel ein Auto auf der Strecke verbrauchen würde, dann gibt es ein paar ökologische und ökonomische Goodies dieser Zahlen, könnt ihr sehen. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr amüsant fand, ist, dass die gesamte Nummer an Kalorien, die gesamte Anzahl Kilokalorien ist 8,6 Millionen Kilokalorien, die da verbrannt wurden. Dabei, oder um mal etwas mehr Real-Life-Zahlen zu nehmen, das Ganze sind also etwa 4000 Nutella-Gläser, die also in meinem Zeitraum praktisch verbrannt wurden über das Fahrradsystem hier. Und wir können auch herausfinden, dass diese Distanz hier, wenn die Leute stattdessen mit dem Auto gefahren wären, hätten sie fast 26.000 Liter Benzin verbraucht und dabei über 40 Tonnen CO2 freigesetzt, was Ganze also etwa über 33.000 Euro gekostet hatte. Also die Zahlen hier, die Zahlen von 40.000 Tonnen CO2, 40 Tonnen, die wir gespart haben, entspricht etwa vier Deutschen, also den vierfachen Jahresproduktion eines Deutschen. Also von dem CO2 hätte vier Deutsche ein Jahr verbringen können. Also nochmal von der Transitionsmatrix, gucken, was wir da noch interessant rausfinden. Und zwar hier in dem Fall interessant aus der Sichtweise des Verkehrsmanagements. Ich habe also die populärsten Routen rausgesucht und populärste Verbote ist vom Hauptbahnhof zum Ginselocher Weg. Und wenn ihr jetzt hinsieht, ist das, dass die beiden wichtigsten Stationen Hauptbahnhof und Elisabeth-Blochmann-Platz bei vielen dieser Top-Routen-Top-Verbindungen vorbeikommen. Und wenn also die Stadt sich beschließen würde, das Bike-System zu verbessern, weil wir gesehen haben, dass es ziemlich viele ökologische und ökonomische Benefits hat, dann an der Annahme, dass sie nur limitierte limitiertes Budget hat, dann könnten wir sehen, welche davon sie am ehesten jetzt verwenden müsste, um das Ganze zu verbessern. Also welche Sorten von Daten haben wir jetzt noch gesehen? Und jetzt haben wir diesen Graph erstellt. Das ist also die Anzahl der geparkten Bikes über die Zeit verteilt. Ich habe das Ganze ich habe zwei Batches hier gemacht. Das erste von April bis Januar und das andere dann Juli bis vor ein paar Tagen. Und was man hier klar sehen kann, ist, dass die Anzahl an geparkten Bikes runtergeht, wenn Sommer ist und speziell, wenn das Wetter ziemlich gut ist. Und was ihr auch sehen könnt, gut, das ist auch nicht so einfach, also da ich das Ganze hier in 2020 genommen habe und später 2021, wie spielt hier die Corona-Pandemie rein? Also was ich jetzt verglichen habe, ist das Ganze in den jeweiligen Monaten, blau 2021 und rot 2020, und ich habe das Ganze monatsweise verglichen. Und was ihr sehen könnt, dass die Anzahl der geparkten Bikes sogar noch hochgegangen ist.
Es gibt vielleicht viele mögliche Erklärungen hier. Und eine mögliche Erklärung ist, dass die Leute mehr von zu Hause aus gearbeitet haben. Also, alles, was ich gezeigt habe, ist... Es ist so im Wesentlichen eine statistische Aussage, so Summen und Durchschnitt und so weiter. Und was mich auch gefragt habe, ist, ob wir eventuell etwas präzisere Vorhersagen machen kommen haben. Also ich habe mir also das Ganze als Machine Learning Betrag, als KI-Task genommen, wo ich versucht habe, die Anzahl der geparkten Bikes vorherzusagen anhand von der Stunde des Tages, des Wochentags und der Temperatur, die wir da gemessen haben. Und wo ich das angefangen habe, dann hilft es normalerweise, wenn man sich erstmal die Trainingdaten da selbst anguckt, also geplottet habe, und weil das Ganze ein dreidimensionaler Datenraum ist, habe ich das Ganze also auch als dreidimensionalen Scatterplot gezeigt. Und die Farbkodierung hier soll also praktisch die Anzahl der geparkten Bikes vorhersagen. Und bloß, wenn wir da schon da reingucken, können wir schon sehen, je kleiner die Anzahl niedriger die Temperatur ist, desto mehr Bugs sind geparkt. Also ich habe das Ganze also über ein Modell aus randomisierten Entscheidungsbäumen trainiert. Also als Random Forest heißt das Prinzip, und das Gute daran ist, dass es auch mit sowohl mit geringen Daten als auch mit vielen Daten klarkommt. Und wenn wir zum Beispiel die Anzahl der Dimensionen in dem Phasenraum hier vergrößern wollen in Trainingsdaten, dann ist es sehr leicht, die zu Random Forest hinzuzufügen. Also das ist jetzt nicht das, was rausgekommen ist. Also ich habe die gemessenen Daten hier zeige jetzt hier die Daten da, und also eine dichte Vorhersage in diesem Bild hier, und wir sehen, dass die Farben ganz gut miteinander korrelieren, und wir sehen, dass hier eine größte Anzahl von geparkten Fahrrädern tatsächlich bei niedrigen Temperaturen liegen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Vorhersage ziemlich gut passt, also dass der durchschnittliche Mean Square Error entspricht der Anzahl der geparkten Bikes hier. In diesem Kontext heißt das, dass es eine ziemlich gute Vorhersagequalität ist. Okay, I did a bit more on machine learning. Ich habe mehr zu Machine Learning gemacht, aber das zeige ich euch nicht. Ich habe den Markov Steady State ausgerechnet für dieselben Daten. Und wenn ihr Interesse daran habt, guck einfach in den Link hier. Und jetzt würde ich gern zu der Zusammenfassung für die Anna, mich und andere Studenten kommen. Und als erstes habe ich halt die Netzwerkdaten gescrapt in Marburg, welche Stationen du verwenden solltest, um ein Netzwerk zu bekommen. Und daher habe ich die Wahrscheinlichkeit für leere Stationen ausgerechnet und habe gefunden, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass es bei großen Stationen viel seltener vorkommt. Und guckt euch gerne die interaktive Karte an, nochmal, um die Orte von den Stationen zu sehen, was ich auch interessant finde. Und dann komme ich zur Perspektive einer Stadt und guck mir ein bisschen die Nutzungsmuster an von Nextbikes und daher wahrscheinlich auch von dem Radfahren in Marburg, wo ich die Nutzung pro Tag und Wochentag ausgerechnet habe und habe die interessantesten die beliebtesten Routen rausgefunden, welche auch für Stadtplanung interessant wären. Und am Ende habe ich gezeigt, dass präzise Vorhersagen auch möglich sind Und ich hatte das Glück, dass ich mit dem Asta in Marburg zusammenarbeiten konnte. Insbesondere Lukas und David, vielen Dank für euer Vertrauen in das Projekt. Als wir versucht hatten, und damit werden wir versuchen, die Orte der Räder zu optimieren. Und dann die Take-Home-Messages. Räder sind super für dich, die Umwelt und auch dein Geldbeutel. Und
Und diese datengestützten Optimisierung von öffentlichem Verkehr können auch die Lebensqualität deutlich verbessern bei geringen Kosten. Und zum Beispiel, wenn die Stadt die Fahrradinfrastruktur verbessern möchte, aber nicht alles auf einmal machen kann, und dann kann man vielleicht erstmal die in Nextbike-Terms erstmal vielleicht die Kombination von Stationen oder welche sind die beliebtesten Strecken, und die könnte man dann zuerst machen. Und wenn ihr mehr Interesse habt, ich hatte das Glück, im letzten Jahr schon mal beim RC3 darüber zu reden, über Parken in Marburg, und da könnt ihr hier auch den Blogartikel lesen, und hier ist das offizielle Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch schreibt mir gerne eine E-Mail hier. Vielleicht, wenn ihr den Park verbessern wollt oder andere Dinge, die man noch erforschen könnte. Und hier sind alle unterstützende Materialien in den Materialien. Und vielen Dank an alle, die sich bei mir gemeldet haben wegen meinem Talk letztes Jahr, und ich konnte leider noch nicht alle antworten, aber ich werde das noch machen. Vielen Dank und habt noch ein schönes Jahr. Alright, welcome back. It's time for the Q&A now. You probably know the drill, but es ist jetzt Zeit fürs Q&A. Ihr wisst wahrscheinlich, wie es abläuft, aber ich sag's nochmal, wenn ihr auf Twitter oder Mastodon oder woanders im Mastodon seid, dann ist der Hashtag RC3DWTV und dann und im IRC ist das gleiche, nur mit einem Bindestrich dazwischen. Es gibt Fragen, also fange ich damit an. Erste Frage: Ist die NextBite API einfach zu nutzen, und wusste NextBite, dass du das tust? Ja, also soweit ich weiß, wurde die NextBite API wurde über die iOS-App reverse engineert, und das Ganze. Die ursprüngliche Arbeit wurde von U-Bahn Verleih gemacht, der sich also die ganze Menge Transportunternehmen angeguckt hat und beziehungsweise ihre API, und da sie öffentlich ist und die offizielle iOS API ist, ich betrachte sie als frei, und sie kann auch ganz gut Last abhaben über die iOS. Das heißt, ich kann also generell U-Bahn-Verleih sehr empfehlen für solche Informationen. Also über die App kann man ja zum Beispiel auch Stationen in ganz Deutschland, in Polen, praktisch in der ganzen Welt fragen. Das ist richtig cool. Welche Software hast du fürs Machine Learning genutzt? Also die Machine Learning-Sache habe ich mit Python und Python gemacht, und insbesondere mit SKLearn, die etwas eine ziemlich weit verbreitete Library ist zum Machine Learning. Das Arbeitsfette. Ja. Weißt du, ob NextBike auch Fahrräder zu den Stationen bringt oder die von den Stationen herbringt, oder passiert sowas nicht? Ich würde sagen, dass also ich hatte die Chance, mit jemand von NextBike zu sprechen, als ich für den Marburger Aster gearbeitet habe, und er hat gesagt, dass also noch nicht sehr technisch, nicht sehr digitalisiert das Ganze. Und im Prinzip fahren sie rum und sammeln Fahrräder ein, die wartungsbedürftig sind, aber die sie auch verteilen, wenn das sich als nötig herausweist. Jemand wollte, ob die Skripte, die du genutzt haben, auch öffentlich sein werden. Planst du daraus noch was Open Source zu machen? Ja, möglicherweise. Also ich habe jetzt keine speziellen Pläne, weil es halt zusätzliche Arbeit ist, um ehrlich zu sein.
Aber wenn ihr, also ich kann das Gleiche anbieten wie letztes Jahr, schreibt mir einfach eine E-Mail und wenn es genug Leute gibt, die daran initialisiert sind, dann flöhe ich mal mein internes Repository aus von meinen ganzen privaten Notizen und so weiter und guck, ob ich das dann in der gereinigten Form zur Verfügung stelle. Okay, noch was? Liebe Zuhörende, ihr habt noch 30 Sekunden. Da ist noch eine Frage über die Zeit. Ja, also es ist das ganze Jahr 2020 und die Hälfte bis zwei Drittel von 2021. Yes, exclusively pretty much, ja. Also praktisch nur während der Pandemie. Also mich würde es interessieren, ob es mehr oder weniger als außerhalb der Pandemie ist. Ja, basiert also auf meinen Daten ist es, dass die Anzahl der geparkten Bikes runtergegangen ist. Das heißt, die Zahl der geparkten ist hochgegangen, die Nutzung ist runtergegangen und das hat Nextbike mir auch bestätigt. Eine Sache noch. Für die Sachen, die am Code interessiert sind. Unabhängig davon, ob ich es jetzt publiziere oder nicht, ob ich öffentlich mache oder nicht, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Also den Scraper, es ist ziemlich trivial. Und wenn nicht für euch ist, und wenn es nicht für euch trivial ist, dann fürchte ich, dass meine Codequalität auch nicht viel helfen würde. Okay. Wie interpretiert deine Daten nicht verfügbare oder kaputte Räder? Beachtest du es? Ja, also ich sehe das nicht direkt. Ich habe also eine Liste aller Fahrräder und wenn ich ein bisschen weiter reingraben würde, könnte ich eine Liste erstellen, wo ich sehen würde, wo ein jeweiliges Bike rumsteht. Und wenn dieses Bike dann für eine Weile nicht mehr vorhanden ist, könnte ich daraus schließen, dass es kaputt ist, nicht mehr vorhanden ist, gerade repariert wird. Aber ich habe keine direkten Daten dafür jetzt. Glaubst du, dass ein Bias durch die Bewegung von Nextcloud der Räder? Gute Frage. Ich habe echt keine Idee. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Aktivität definiert als die Anzahl der Bikes, die reingehen, plus die rauskommen, geteilt durch die Anzahl der Bikes, die da sind. Und wenn die Zahl also deutlich größer als 0,5 ist, dann besteht die Gefahr, dass die Anzahl der Stationen leer läuft. Und es gibt ein paar Stationen, wo die Zahl da leicht größer ist als 0,5. Trotzdem heißt es natürlich, dass die Anzahl der bewegten Fahrräder da drin ist. Also das können wir dafür nicht wirklich brauchen. For bike sharing services that don't have docking. Ist das auch für andere Fahrradteilsysteme möglich, auch ohne Docking, wenn die keine festen Stationen haben? Alles, was ich gemacht habe, ist auf die Stationen zu gucken, aber es gibt natürlich auch ein paar, die frei rumstehen und auch wenn Leute dafür extra bezahlen müssen, dafür habe ich jetzt nicht wirklich daraufhin analysiert, wie viel Einzel rumstehen. Und ich weiß, dass es Städte gibt, in denen es gibt Städte, wo es keine einzige Nextbike-Station gibt, also wo also praktisch alle Bikes floating sind. Vielleicht Berlin zum Beispiel, aber genau weiß ich das jetzt nicht. I'm not sure if that's Nextbike. I can never remember which ones. No. Ich glaube, das gibt hier auch welche, wo man die abstellen muss. Okay. Now is your last chance to ask. Jetzt die letzte Chance, Möglichkeit für eine Frage. Und ich empfehle das RC3 Teleshopping. Es ist die Peak Experience des Remote Congress, der Teleshopping Channel. Und ihr solltet euch das alle angucken und solltet euch was sehr, sehr Nützliches kaufen.
Okay, so the chat confirms that Nextbike does have cities without stations. Ah, ja. Also der Chat sagt auch, Nextbike hat Städte ohne Station. Ja, also wenn ihr auch nur im Fernsten interessiert seid an diesen öffentlichen Transport und diesen Datenstudien, schaut definitiv mal beim U-Bahn-Verleih Git Repository vorbei. Da gibt es viele, viele Systeme, die dort dokumentiert sind. U-Bahn-Verleih, just as you would write it. Yes, let me look it up very quickly. U-Bahn. Lass mir gerade mal schnell gucken. U-Bahn. The person is from Ulm and he also die Person ist aus Ulm und sie hat auch zur CCC einfach vorbei Fragen und sein Name ist Konstantin und es ist U-Bahn-Verleih. As far as I know, but das Repo müsste Wobak sein, aber da bin ich nicht sicher, aber U-Bahn-Verleih. Okay, danke. Okay, danke. I think okay. Managed to exhaust the internet. So, wir haben das Internet leer geschafft. Wo können die Leute dich finden, wenn sie noch Fragen haben? Oder wenn sie durch die Welt laufen? Also ich habe jetzt keine speziellen Pläne. Ich weiß auch nicht wirklich, wie es funktioniert, aber das können wir gern machen. Und ich glaube, ich kann rausfinden, wie das geht. Und ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail. Findet ihr über das Programm des RC3. Und sonst schaue ich mal rein. Und okay, wonderful. Well, thank you for your talk and for answering. Ja, vielen Dank für den Talk und für das Beantworten der Fragen und vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Restkongress und ihr solltet das auch im Fahrplan möglich sollte auch für möglich sein, Fahrplan Feedback hinterzulassen. Tschüss.